Sie fahren heute den Intercity 2082 von Berchtesgaden kommend in Augsburg Hauptbahnhof. Fährt der Intercity 2084 aus Oberstdorf dann dazu gekoppelt und verkehrt mit dem Intercity 2082 bis nach Hamburg-Altona. Du kannst dir ruhig Zeit lassen, wenn du mit der Streckengeschwindigkeit fährst. Kommst du circa 3 Minuten früher an, also kein Stress. PTB und SIFA bitte noch einschalten und los geht's. Tab-Taste sollte nicht von Gebrauch sein. Und damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 21. Der Denny spielt das. Wir fahren heute ein IC. Erstmal die Fahrgäste zusteigen. Machen hier mal das Licht aus. Schalten Zugspitzensignal ein. Führerstandslicht ein. Wir fahren heute den ICE von Rosenheim bis nach Pasing. Im ersten Teil von Dohme Intercity 2082. Insgesamt gibt es davon 4 Teile, die ich nach und nach in einzelnen Videos präsentieren werde. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Steuerwagen ist nicht vorhanden. Aber ich denke, das sollte nicht weiter tragisch sein. Was wir aber auf jeden Fall noch tun werden, ist das Fernlicht ausschalten. Ausschalten, weil ich glaube, so dunkel ist es nicht. Das dürfte genügen. Ich habe mich heute dafür entschieden, mal eine Metropolitan 101 auszuwählen, weil ich finde, die kommt viel zu selten zur Geltung. Ist aber ein wunderschönes Kleid, wenn ich das nur so sagen darf. Oder eine wunderschöne Lok ist die 101 ja sowieso. Und die Metropolitan zahle ich gleich zweimal so viel. Ich hätte natürlich auch die Wagen austauschen können, aber ich denke, IC ist IC und da tut sich jetzt nicht viel. Wir starten unsere Fahrt hier in Rosenheim. Unser nächster Halt ist Ostbahnhof. Und harren der Dinge, die so noch passieren werden. So, das war auf jeden Fall der Pfiff. Machen hier dicht. Lösen die Bremsen und schalten auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Reisende, herzlich willkommen im Intercity 2082 auf dem Weg nach Hamburg-Altona. Unser nächster planmäßiger Aufenthalt ist München Ostbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ladies and Gentlemen, welcome on board of Intercity 2082 to Hamburg-Altona. Our next stop is München Ost. We wish you a pleasant journey. Ja, das ist auch von meiner Seite gewünscht, da eine gute Fahrt werden soll. Da kommt uns ein Güterzug entgegen. Mit auch 2 wunderschönen Loks, wie ich finde, weggetroffen. Wunderschön. Ich muss sagen, die 101 gefällt mir sehr. Eine wunderschöne Lok, hat Kraft, sieht super aus und ich bin noch ein großer Fan der BR 101. Wobei es natürlich viele schöne Loks gibt. Zum Beispiel die BR 218, die BR 120 oder einige zu nennen. Aber die 101 ist da schon
mein Favorit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr könnt euren Lieblingslok gerne in die Kommentare klatschen. Ich begrüße euch heute zum ersten Mal auch sprachlich zu meinen Videos. Es gab in der Vergangenheit doch des Öfteren den Wunsch, dass ich meine Videos auch betone bzw. Kommentiere. Und nach einigen technischen Problemen und einigen Versuchen habe ich das jetzt auch mal in Angriff genommen und hoffe, dass ihr dankend entgegengenommen. Ja, ich danke euch auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ihr könnt am Ende einen Daumen hoch da lassen, ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Das würde mir vor allem sehr helfen. Und hoffe, euch macht das Video genauso viel Spaß wie mir, beziehungsweise das Szenario. Wie gesagt, das ist der erste Teil von 4 Teilen. Ich werde die 4 Teile auch in 4 einzelne Videos verpacken. Dann habt ihr 4 Videos, 4 einzelne Szenario-Teile. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Wenn ich mich im Laufe des Videos wiederholen sollte oder verhaspeln sollte, bitte nehmt ihr das nicht übel. Es ist, wie gesagt, mein erstes kommentiertes Video. Ich bin allgemein noch nicht so lange bei YouTube dabei, habe jetzt einige Videos hochgeladen schon, die allerdings noch unkommentiert sind. Und ja, ich hoffe, ihr gebt mir eine Chance zu wachsen. Und am Ende haben wir auch was davon, weil es eröffnet mir natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und wenn es Kritik gibt, packt die gerne in die Kommentare, nehmt Kritik an, selbstverständlich. Und nur durch Kritik kann ich besser werden. Nur so kann ich dann versuchen, die Sachen, die vielleicht noch nicht so gut gelaufen sind, besser zu machen, umzusetzen. Und nur so kann ich besser werden. Und ich gebe mir Mühe und mache mein Möglichstes, mein Bestes zu geben. Und ich bin immer auf der Suche nach neuen Szenarien, wenn ihr mir da auch behilflich sein könnt. Wäre ich euch natürlich auch sehr dankbar. Ich beziehe meine Szenarien in der Regel von RailsSim. Dort gibt es die ganzen Szenarien ja von den jeweiligen Szenario-Erbauern umsonst runterzuladen, wofür ich an dieser Stelle auch sehr dankbar bin. Morgen, Kollege. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden, dass es dieses Tool gibt. Und ziehe mir da gerne meine Szenarien runter. Unter anderem habe ich natürlich auch noch Flare System, wobei ich mich auch gerne da bediene. Gibt es auch sehr, sehr schöne Szenarien. Dann gibt es natürlich noch 3D-Zug und Zug-Sim-Fan, wo man auch gute Szenarien käuflich werfen kann. Ich kann allerdings dazu sagen, ja. Wie gesagt, es ist mein erstes Mal und also in Bezug hier auf kommentiertes Szenario-Spiel. Und ich hoffe, ihr seid da in der Kritik nicht allzu hart. So, wir wollen 150 nicht überschreiten. Wie ich finde, ist das auch eine sehr schöne Strecke. Rosenheim-München. Wobei es natürlich viele schöne Strecken gibt, die
ich erinnere dann immer an Lisa Dresden, Berlin, Leipzig. Sind schon meiner Meinung nach auch sehr schöne Strecken. So, wir haben jetzt 140 zu erwarten, das heißt, ich bleibe jetzt einfach mal bei der Leistung. Unser IC besteht aus TTB Waggons, das man sagen kann. Und die Zuglok gibt es bei Virtual Railroads, könnten wir zu erwerben. Expert Line. Wollen wir mal auf 120 runter. Der Nachteil bei den TTB-Waggons ist, man kann nicht in die Passagiere sich wechseln. Das ist halt bei den Virtual Railroads-Waggons natürlich anders, aber ich denke, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Was mich noch interessieren würde, was gefällt euch am besten? Der Train Simulator oder der Train Sim World? Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Der Train Sim World hat natürlich eine viel bessere Grafik. Und die Realität ist bei Train Sim World natürlich um einiges höher. Dafür ist da die Auswahl an Fahrzeugen und Strecken jetzt doch noch sehr begrenzt. Da hat man hier wiederum bei Train Simulator mehr Möglichkeiten. Aber ja, wie gesagt, es hat beides seine Vor- und Nachteile. So, wir beschleunigen gleich hoch auf 160. Wollen wir das auch mal tun. Wird ein wenig langsam. Das zum Beispiel.
weiß ich auch nicht, was das zu bedeuten hat, warum das so ist, ob das so muss. Ich bin, wie gesagt, ich bin kein Bahner. Da bin ich doch ein wenig schnell. Ja, wir haben noch gute Viertelstunde bis Ostbahnhof. Gute 34 Kilometer. Und dann sind wir auch schon fast in Pasing. Und dieses Szenario, der erste Teil dieses vierteiligen Szenarios enden wird. Ich packe die vier Teile in vier einzelne Videos und werde die dann nach und nach veröffentlichen. Und ich denke, so ist euch dann auch ein wenig Spannung geblieben, weil ihr mit Sicherheit wissen wollt, wie es weitergeht, was noch passiert, ob wir pünktlich in Augsburg ankommen, beziehungsweise es geht ja dann noch weiter nach Hamburg. Mit Augsburg werden wir ja später dann auch einen Zug vereinigen. Habe ich auch noch nie gemacht. Auch mein erstes Mal jetzt. Und ja, da kommen noch schöne Dinge auf uns zu, dem Szenario, dem ganzen Szenario. Und ich finde sowieso, dass der Dome ganz, ganz tolle Szenarios macht. Oder Szenarien. Muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Also meinen höchsten Respekt hat, die immer zu bauen. Verfügung zu stellen, kostenlos, allerhöchsten Respekt an die vor, wie alle anderen natürlich auch, ganz klar, jeder, der da seine ganze Arbeit reinsteckt, um in ein vernünftiges, spannendes, teilweise Szenario aufzubauen, zu verbauen, muss ich ganz ehrlich sagen, allerhöchsten Respekt vor allem, die da Szenarien bauen. Und natürlich auch mein Respekt an die Trailspotter dieser unserer Welt, die sich da tagtäglich an die Strecke stellen, mit uns mit Bildern, Videos von Zügen versorgen, noch von Löchern. Allerhöchsten Respekt für jeden Dank, die sich da stundenlang die Beine in den Bauch stellen, nur uns. Das war die Anschaffung von absolutem Respekt. Klasse. Dazu sagen, ich hatte am Anfang das Szenario mal ausprobiert mit einer 120 Orient-Not und tja, ließ sich leider nicht aufschalten, weder manuell noch automatisch. Warum weiß ich leider nicht. Deswegen bin ich dann hier auf die wunderschöne BR-101 Metropolitan zurück, habe ich darauf zurückgegriffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die doch genauso gut wie die 120. Wenn nicht sogar noch ein Stückchen mehr.
war früher als Jugendlicher mal, hatte ich mal das Vergnügen oder das Glück mal kurz auf die meine BR 218 im Führerstand sein zu dürfen. Ah, hallo? Eine kopflose BR 425. Auch nicht schlecht. Also ich hatte das Vergnügen dort sein zu dürfen, aufgehen zu dürfen. Und ich war der glücklichste Mensch. Also das ist eine wunderschöne Lok. BR 218 ist die tollste Diesel-Lok, die ich kenne. Meine Lieblings-Diesel-Lok von den Eloks. Ja, schwankt so zwischen 101 und 120, wobei die 101 mir doch da lieber ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich schalte mal wenig auf. Ich glaube, diese Lärmschutzwände gibt es hier, glaube ich, nur im Münchner Raum. Jedenfalls hier in Szenarien, in diesem Chainsmanager. Die habe ich noch an keiner anderen Stelle gesehen. Außer jetzt hier im Münchner Raum, München, Augsburg, Rosenheim, München. Die sind doch schon sehr vertreten. Oder sehr häufig vertreten. Gelbes Vorsignal. Soll mir das jetzt Angst machen oder nicht? Tapptaste sollte nicht von Gebrauch sein, stand in der Beschreibung. Das stimmt sogar, ist grün. Die hatte an beiden Händen einen Triebkopfdruck. Da habe ich mich bei dem Einholen getan. Zugverwandte aus Dorsch. Nein, Fehler passieren, wir sind Menschen und keine Roboter. So, 16 Kilometer noch. 16 Kilometer bis Ostbahnhof. Tja, warum das jedes Mal passiert, kann ich leider nicht sagen. Man steckt nicht drin, man kann nur zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht und
Warum das so ist, lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich kann es euch leider nicht beantworten. Tja, ich werde dann wahrscheinlich mal versuchen, mit dem zweiten Teil fortzufahren. Ich kann euch, wie gesagt, leider nicht sagen, warum das so ist. Wenn ihr da eine Idee habt, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist, lasst es mich wissen, klatscht es in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar, weil ich habe leider überhaupt keine Ahnung, warum, weshalb, wieso da jetzt an der Stelle eine KI-Kollision war, wo überhaupt kein KI-Zug zu sehen war. Zumindest an der Stelle nicht. Sei es drum, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ich werde gleich mal den zweiten Teil testen. Sollte der fehlerfrei funktionieren, werde ich den wahrscheinlich heute noch hochladen, kann es aber nicht genau versprechen, weil das auch immer sehr zeitintensiv ist. Tja, ich sage da mal Servus, Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.